Telefunken! Telefunken! Ich werd ja ganz feucht. Jemand hat in den Kommentaren geschrieben, er freut sich drauf, wenn wir in Rente gehen, weil dann hast du mehr Zeit. Ja, ich hatte jetzt auch, ich habe quasi jetzt mal so eine Rente auf Probe. Und das ist wirklich gut. Hat nicht funktioniert. Doch, hat. Du hast aber keine Zeit. Ja, weil ich so viel Webseite gemacht habe. Ja. Diese ominöse. Du hast eine Webseite? Ich hörte mal davon. Die könnte man eigentlich... Nein, oder? ...hier darstellen. Aber ich war zu faul, die Sachen umzulöten. Der gleiche Miro, der mir die Deal Combitronic... es gibt übrigens einen sehr guten Film auf diesem Kanal zu dem Thema. Läuft die Kamera eigentlich schon? Ja, wir laufen. Wir haben jetzt halt... Keiner hat eine Intro gesagt. Ich bin's, der Wolfgang. Auf Zero Brain. Seit langem mal wieder dabei. Man hat mich weder mit Geld noch mit guten Worten bestochen. Manchmal komme ich einfach von selber. Und ich habe euch etwas mitgebracht. Also ich habe eigentlich eine ganze Menge Krempel dabei. Das ist jetzt nicht so eine Folge, wo ich wirklich technisch was erkläre, weil das gibt es jetzt nicht so her, aber es sind so ein paar Sachen, die sind einfach cool. Als er mit dem Ding zur Tür reinkam, habe ich ihn gefragt, ob er jetzt der Blonde mit dem Geigenkasten ist. Über das Blond können wir diskutieren, aber ja, es hat ein bisschen nach Geigenkasten aus. Der Graue mit dem Nicht-Geigenkasten. Wir machen es einfach mal an. Also, das ist so eine Doomsday-Clock, oder? Die zählt dann auf 0 zurück und dann geht die Welt manches hoch. Erklärt sich einfach von selbst. Wenn jetzt Qualm rauskommt, lache ich. Wenn Qualm rauskommt, dann hat jemand anderes das Problem. Es ist nämlich viele dieser Teile, die ich jetzt dabei habe, sind eine freundliche Leihgabe von Miro. Der hat auch ganz viel Krempel, aber keinen Videokanal. Und deswegen hat er gesagt, können wir doch mal zeigen. Hier lacht jemand im Hintergrund, sich Chefs, weil da kennt der meinen Ruf. Ja, er ist hart im Nehmen. Er nimmt viel in Kauf. Das wird schon. Ist ja auch nicht. Dein Ruf ist ja nicht der schlechteste. Er ist auch nicht Dremel, der beste, aber der schlechteste ist er auch nicht. Er hat den Dremel nicht gesehen. Telefunken. Was ist das? Ah, Telefunken. 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 Telefunken! Gibt's, glaube ich, nicht mehr, ne? Gibt es Telefunken noch? Ich glaube nicht. Boah, das ist eine coole Anzeige. Ja. Bis auf die zwei, die ein bisschen kaputt sind. Ja, das Problem ist halt, das sind quasi Nixis. Sind es, ich wollte gerade fragen, ob das Glühfaden... Also nein, es sind schon Gasentladungs-Displays. Es gibt ja diese Diskussion, was ist eine Nixi-Röhre? Eine Nixi-Röhre ist eigentlich, grob gesagt, diese Röhre, wo viele Zahlen übereinander sind und wo man dann immer eine ansteuert und die leuchtet dann durch alle anderen durch. Je nachdem, wo sie sich befindet. Aber alles in dieser Richtung sind so Gasentladungsröhren. Ich habe da auch mal was mitgebracht. Jetzt bin ich wieder aus dem Bild raus und muss wieder Krempel suchen. Kleinen Moment. Wir haben es gleich. Ich bin jetzt schon fasziniert. Und ja, ich meine, du bist leicht zu begeistern, das wusste ich. Also Telefunken hat dieses Gerät als Gasentladungsinformationsanzeige-Element in Flachbauweise für Anzeigetafeln inseriert. Sieht so aus. Gibt sogar ein Datenblatt dazu. Mhm. Und die gab es in Höhen von 40 mm, dann war es eine ZM1350 und in Höhe von 60 mm, dann war es eine ZM1360 und in Höhe von 20 mm, dann war es eine ZM1370. Datenblätter in Vorbereitung. Das ist die jetzt. Ich würde mal davon ausgehen, dass das weder 60 noch 40 noch 20 Millimeter sind. Habe ich gerade Zentimeter gesagt? Nein, ich meinte natürlich Millimeter. Okay, weil 10 Zentimeter könnten das jetzt sein, so ungefähr. Diese Röhren hier oben, die gibt es quasi gar nicht. Die sind offensichtlich nie in den Handel gelangt. Das ist hier ein Mustertableau von Telefunken, wo diese sehr, sehr seltenen Anzeigeröhren dann verbaut sind. Lass es mal für die Leute erklären, die das auch nicht so präsent haben. Also eine Nixi-Röhre ist einfach eine Röhre, die eine Metall... Ist es Anode oder Kathode? Ich weiß es gar nicht. Wow, das ist gemein. Das, was leuchtet. Ist also eine Glimmlampe. Im Prinzip ist es eine Glimmlampe, wo der Glimmkontakt die Form eines entsprechenden einer Zahl oder eines Buchstaben oder in diesem Falle einfach nur ein Strich darstellt. Ja. Und mit Anlegen von 90, 100, 120 Volt und in dieser Röhre drin ist so eine Mischung aus Neon unter niedrigem Druck. Wie eine Neonröhre dann. Wie eine Neonröhre, ja. Dann fängt dieses Ding zu leuchten an. Und es hat den Nachteil, dass Metallpartikel sich langsam lösen von den Anoden oder Kathoden, was auch immer es ist. Und dann
zündet die nicht mehr richtig und leuchtet auch nicht mehr richtig. Man sieht es hier so ein bisschen. Es beschlägt auch das Glas drüber. Also das Deckglas ist leitend beschichtet, leitend aber durchsichtig. Mhm. Und zwischen dem Deckglas und den einzelnen Elementen ist diese Spannungsdifferenz, die das Gas zum Leuchten anregt. Sind das jetzt, hast du das zerlegt? Sind das einzelne Röhren? Oder das sind einzelne Röhren, die sind immer genauso groß wie ein Element. Ja. Die konnten gesteckt werden, sind hier in diesem Ding allerdings hart verlötet. Also da hätte man Segmente tauschen können. Man kann die tauschen, aber sie sind wie gesagt nicht gesteckt, sondern verlötet. Man kann die dann einfach rausnehmen und ein neues wieder reinstecken. Es gab von Telefunken auch eine riesen Anzeigewand nach diesem Prinzip, programmierbar. Gibt es auf einem Werbeflyer. Hat sich aber, wie gesagt, nicht wirklich durchgesetzt. Also, Hast du eine Zeitvorstellung von dem Ding? Wir können mal gucken, ob das hier auf dem Datenblatt draufsteht, aber da steht nichts drauf. Die Postleitzahl war noch vierstellig. Wurden offensichtlich ALG-Telefunken in Ulm Anzeigetechnik gefertigt. Aber da steht jetzt nichts drauf. Es müsste auch so aus den 70ern sein. Mhm. 70er, 80er vielleicht. Und da das ein Demo-Ding ist, kann man jetzt das nicht aufschrauben und einfach einen anderen Text reinknallen. Nein, das ist wie gesagt mit ganz vielen Kabeln verlötet und Schrumpfschlauch drüber. Und das möchte sich niemand antun. Außerdem, diese Röhren sind so selten. Das Problem ist, es ist ein keramisches Substrat auf der Rückseite. Und in dieses keramische Substrat gehen Metallstifte rein, die Kontakte darstellen durch so eine Glasfüllung. Und auf der Oberseite ist ja das Deckglas, das durchsichtige mit der leitfähigen Beschichtung, was dann auch nach unten kontaktiert wird. Und dieses ganze Sandwich aus Gasfüllung, oberem Deckglas, unterer Keramik, das ist relativ bruchempfindlich. Man fässt sie am besten gar nicht an. Ja, ja, aber das kann ja sein, dass da bloß ein Ansteuercontroller oder was Ähnliches, was es damals gab, Da gibt es keinen Controller. Das ist ein Netzteil und ein Taktgenerator. Und die Texte sind hart verdrahtet mit Kabeln. Ja, Challenge accepted. Da muss man das halt ändern. Ja, kann man machen. Ist aber nicht meins. Ich wollte es euch nur zeigen. Ja, das ist jetzt echt schade. Telefunken, Vari-Symbol oder faszinierend. Vari-Symbol oder na, was auch immer. Damals war es noch Deutsch, gell? Wahrscheinlich war es Deutsch. Vari-Symbol. Vari-Symbol auf gut Deutsch. Es ist schon, ja, mal was ganz anderes. Tolles Exponat. Wenn du es zufällig vergisst heute, dann gucke ich da mal rein. Ja, das glaube ich, werde es zufällig nicht vergessen. Ich möchte es mir nicht mit dem edlen Spender oder Leihgeber verscherzen. Er hat sicher Verständnis davon. Nein, hat er nicht. Aus der gleichen Quelle habe ich noch was. Oh, eine Kiste. Eine Kiste. Pass ein bisschen auf mit der Schrift. Ja, ja, da ist nichts. Ist denn schon Weihnachten? Ich sehe schon wieder kommen, dass ich umfokussieren muss wegen dir. Ich habe noch gar nicht ausgepackt. Lustiges Bauteile raten. Tja, wo könnte jetzt sowas verbaut sein? Schreibt es unten in die Kommentare, wenn es euch einfällt. Autoradio oder normales Radio? Ist schon fast richtig. Dann also eigentlich völlig falsch. Ja, gut, aber Radio wären es die anderen Dinger, dann ist es halt ein Eingangswahlschalter. Also wenn es nicht was Besonderes wäre, würde ich es ja gar nicht mitbringen. Dann ist es... Welcher Pionier der Computertechnik fällt dir jetzt mal so auf den ersten Blick ein? Der Konrad. Ja. Und das ist aus der Eingabeeinheit eines Z2? Nein, aus der Eingabeeinheit eines Z23. Aber nah dran. Ja, eine 2 kommt auch vor. Ist jetzt nicht so beeindruckend. Das sind halt einfach verrastende Schalter, wo man wahrscheinlich hier so ein Bitwort einstellen konnte und das dann wieder entsprechend lösen durch Druck auf diesen rechten Punkt. 10 sind es. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sonst kenne ich das aus den alten Radios. Ja, aber Zuse hat eigentlich nie so das Gefühl gehabt, ihr müsst jetzt mal den Sender einstellen. Ist eigentlich auch ein schönes Exponat, weil es einfach auch Computergeschichte repräsentiert. Mhm. Hart verdrahtet mit ganz vielen Kabeln, sauber verdrillt und so weiter. Solange du nicht mit dem Rest vom Rechner jetzt geschwind daherkommst. Ja, den wollte meine Frau nicht in der Wohnung haben. Ich kenne das Problem. Also, Zuse Z23. Mhm. Hat auch nicht jeder. Also ich bin jetzt nicht drauf gekommen, da wahrscheinlich alle Klugscheiße in den Kommentaren. Hat jemand deine Meinung gefragt? Nein, ich sag sie trotzdem. Ist denn schon Weihnachten? Noch eine Kleinigkeit. Ich bin so aufgeregt. Ist euch das auch schon mal passiert, dass ihr Noppenfolie nicht aufbekommen habt? Egal. Bis jetzt noch nicht, du bist der Erste.
Ui. Ui. Also, von vorne gesehen, da sagt der, der keine Ahnung hat, natürlich gleich. Das ist ein Bildschirm. Das ist aber garantiert keiner. Richtig. Naja, irgendwie schon. Also, hier haben wir einen quasi angegossenen Hochspannungs... Anode. Die Anode, genau. Und hier hinten haben wir das satt bekannte... Ich habe dauernd die Beschriftung gesucht, da ist sie. Bin ich doof. Auf dem Hals steht sie. Ist ja saublöd. Das ist das Strahlsystem. Ja. Also so richtig mit Schwenelzylinder und Blablablub Beschleunigung und zum Fokussieren und... Ja, aber die Ablenkeinheit fehlt. Die Ablenkeinheit ist magnetisch und wird hinten draufgeschoben, wie bei jedem normalen Fernsehröhrenmonitor, den von euch wahrscheinlich kaum noch jemand kennt. Interessant sind, dass wir hier auch noch so vier Anschlüsse haben, die da einfach so in der Gegend rumlümmeln. Und dass wir hier vorne noch einen gewaltigen Systemaufbau haben. Ist das eine Speicherröhre? Ja, genau. Es ist ein optischer Bildspeicher aus einer Radaranlage. Da klingelt's. Ja, aber das ist nur Teams, das ist nicht schlimm. Ach so. Ah, nee, das ist nicht Teams, aber es ist auch nicht schlimm. Du musst dir nur überlegen, ob du darauf eingehen möchtest oder nicht. Nein. Also, das Gerät hier stammt aus einer Radaranlage, ist in der Lage, ein Bild zu speichern, gleichzeitig hier vorne anzuzeigen und es wieder auch auszulesen. Wenn ich das richtig verstanden habe, das ist eine russische Röhre in diesem Falle, eine 12LI1, wie die kyrillischen Buchstaben heißen, weiß ich nicht. Die wurde dazu verwendet, wenn ich es richtig verstanden habe, wenn ich ein Radarbild mache, dann läuft das ja, dieser Zeiger, der immer im Kreis rumläuft, der zeigt ja dann irgendwelche Gegenstände an, die im Weg liegen. Wenn man das einmal hat laufen lassen, ohne dass ein Fremdkörper in diesem Ding drin war, dann hat man das abgespeichert und konnte es dann nachher von dem Live-Bild abziehen. Das heißt, ich habe dann auf dem Radarbildschirm nur das gesehen, was sich bewegt. Und dafür hat man, bevor es Computer gab, die sowas konnten, also rein optisch gesehen, einen Bildschirm genommen. Hinter dieser Phosphorschicht ist ein ganz feines Gitter und auf diesem Gitter werden die Ladungen gespeichert. Die gehen dann auch so schnell nicht verloren. Das kann man wohl irgendwie etliche tausend Mal wieder auslesen, bis man es dann wieder neu beschreiben muss. Und die konnten dann mit dem gleichen Strahl, der hier ja auch das Bild irgendwie gezeichnet hat, wieder ausgelesen werden. Okay, das habe ich bis jetzt also noch nie verstanden, also dass die solche Bildspeicher in Ostis gibt. Das ist ein statisches Einschreiben und statisches Wiederauslesen. Es gibt bei Ostis ja auch und das habe ich auch noch nicht verstanden. Und ich habe dann gleich mal so ein bisschen gegoogelt, was es in dieser Zeit für interessante Röhren gab. Es gab auch Scan-Konverter. Da habe ich jetzt allerdings keins von, ist auch sehr interessant. Wenn man das Problem hatte, ich glaube, bei den Raumfahrt-Filmaufnahmen hatte man das Problem, dass das, was die Kamera vom Raumschiff auf dem Mond aufgenommen hat, hatte eine andere Zeilen- und Spaltenfrequenz als ein Fernsehsignal. Ja. Man hatte aber keine Computer, um jetzt einen Scan-Doubler oder sowas zu machen. Es gab aber Röhren, die waren im Prinzip wie zwei Fernsehröhren. Eine links, eine rechts und in der Mitte ein gemeinsamer Phosphorschirm. Und die eine Röhre hat langsam das Bild geschrieben und die andere hat es schnell wieder ausgelesen. Okay, dann haben sie die Abtastraten auch. Die Abtastraten hatten gar nichts miteinander zu tun und das Bild war, während es angezeigt wurde, quasi statisch als Ladung auf dieser Mittelschicht gespeichert. Ja, also das ist schön, dass du uns das dann auch mal demonstrieren willst. Das ist wieder so ein schönes Arduino-Projekt. Arduino. Das sind die Software-Spezialisten von heute. Kann ich es runterladen und kann mein Arduino das? Ja. Oder der Raspi. Oder der Raspi. Der ist mir zu kompliziert. Da ist einfach zu viel Technik drin. Ja, es ist für dich ja viel zu viel Prozessor-Power. Wir erinnern uns alle an den Geschwindigkeitsmesser aus der MiG 21, den ich mal dabei hatte. Übrigens auch einer der sehr interessanten Filme auf diesem Kanal. Es gibt auch interessante Filme. Komisch, dass meistens ich dann mit dabei bin. Glaub das ruhig weiterhin. Das hier ist auch aus einer MiG. Jetzt könnte ich dich natürlich raten lassen. Das ist der Flugschreiber. Nein, dafür ist er zu groß. Dafür ist er zu klein. Zu klein, sorry. Also Flugschreiber wäre größer, ja. Ja, ist aber richtig. Da sage ich sowas und schon... Echt? Blackbox sagt dir was? Das hatte ich vermutet, aber ich dachte, das wäre viel größer, weil die ja mit Bändern früher waren. Ja, genau. Die waren nicht nur mit Bändern, viel schlimmer. Schlimmer als Bänder, Lochstreifen.
da fallen dann immer die Papiere raus. Und das rattert immer so beim Tackern. Das ist von dem MiG Blackbox Flugschreiber nur die Filmspule. Was? Das Ding wiegt, glaube ich, schon ein halbes Kilo. Was? Erklär uns das. Ja, ich wusste, dass diese Frage kommt. Wir haben hier, ist ja nicht ganz vollständig, muss man dazu sagen. Also das Ziel des Ganzen war es, beim Flugzeug Flugdaten zu erfassen. Welche auch immer. Ich glaube, es waren in diesem Falle 8 Kanäle. Bin mir aber nicht ganz sicher, weil es gibt auf YouTube Filme, die das ganze Ding in Funktion zeigen. Ist aber so schon interessant. Also man hat hier schon mal einen Deckel. Deckel sind immer gut, weil Deckel muss man aufmachen. Also überall, wo ich Deckel sehe, dann hat man hier eine Verriegelung. Hoppla. Ah, das ist doch wohl. Dann hat man sogar einen Henkel zum Wegwerfen. Und da ist ein optischer Film drauf. Der jetzt außerhalb vom Bild ist, ja. Okay. Der ist natürlich schon hä. Aber es war so, hier vorne in dem Bereich war der Film, ich schätze jetzt mal, der frisch war, also der unbelichtete Film, der wurde im Lauf der Zeit ganz langsam hier hinten aufgewickelt. Und logischerweise, er musste ja mit irgendwas belichtet werden, sonst hätte es ja keinen Sinn gemacht. Übrigens ist das Ding hier massiv Stahl. Das ist, also selbst wenn ein Flugzeug abstürzt, dieser Bereich der Filmkassette, der geht nicht kaputt. Hier unten ist ein Schlitz und diese Film, und hier ist auch der Antrieb. Dieser Film wurde einfach als Modul auf den Flugschreiber draufgesteckt und hat die Flugdaten aufgenommen. Und das hat er folgendermaßen gemacht. Im Gegenstück sind 8 kleine Spiegelgalvanometer-Stifte. Die haben die Daten optisch auf den Film geschrieben. Wie auch immer verschlüsselt, das weiß ich natürlich nicht. Und zwar durch diesen Schlitz hindurch. Und wenn man die Daten gebraucht hat, dann hat man dieses Ding dann nach einer Dunkelkammer entnommen, hat den Film hier rausgebaut und hatte dann die letzten Flugdaten, die optisch auf diesen Film geschrieben wurden, konnte man dann... Das ist ja scharf. Du musst den halt dann auch, immer wenn er durch war, musste ein neuer Film rein. Da musste ein neuer Film rein. Aber die anderen haben ja so endlos Tapes. Ja, aber das hier ist nicht endlos. Das kannte ich noch nicht. Ja, ich auch nicht. Das finde ich total faszinierend. Lustig ist halt, dass ich mit meiner dummen Raterei doch irgendwie... Manchmal hast du Glück. Ja, manchmal. Huhn, Blind, Korn. Wissen. Ach so. Oder extrapolieren. Also, Flugschreiber einer MiG. Entweder 21 oder 23, bin mir nicht Wenn ganz sicher. Wenn ihr andere Flugschreiber ohne Flugzeug habt, das dran hängt, könnt ihr gerne Wolfgang kontaktieren. Ja, mittlerweile habe ich ja von der MiG 21 immer mehr. Jetzt irgendwann ist sie dann komplett. Ein bisschen was fehlt noch. Kleinigkeiten fehlen. Ich bin ja noch nicht fertig. Und wenn er den Rest hat, fehlt Flugbenzin. Wir kennen das Problem. Jetzt muss ich zu meiner Schande gestehen, ich brauche einen ganz kleinen Schraubendreher. Den habe ich jetzt vergessen, aber ich finde den bestimmt bei dir. Es kommt darauf an, wie klein ist. Ganz sicher. Der ist klein genug. Den Geschwindigkeitsmesser von der MiG ist auf meiner Website und auf diesem Kanal, hatte ich vorhin schon gesagt. Wir bauen das Cockpit langsam zusammen. Also dieser YouTube-Kanal ist quasi eine Fortsetzungsgeschichte. Am Ende aller Filme werden wir die MiG komplett haben. Da steht was von 0 bis 100%. Mhm. Da steht auch irgendwas Russisches drauf. Ich kann kein Russisch. Dann gucken wir doch einfach mal rein. Das wird Schub sein. Du gehst mir sowas von auf den Sack. Gut geraten, oder wie? Naja, nicht ganz der Schub. Okay. Aber ganz nah dran. Ich habe halt schnell überlegt, was könnte es sein, was ein Flugzeug so macht. Was man in Prozent umrechnen kann. Hier sehen wir schon ein bisschen mehr. Also hinten ist auch schon mal interessant. Da steht, auch mit meinen rudimentären Kyrillisch-Kenntnissen kann ich die Zahlen einwandfrei lesen. 1 und 2. 1 und 2. Das heißt also, ich habe 2 Eingangsgrößen, die irgendwie umgesetzt werden. Was man hier auch sieht, das hier und das hier, sieht mir aus wie ein Dreiphasenmotor. Ist das so ein Servo? Nein, es ist wirklich ein Motor. Mhm. Der hat übrigens einen Strich und der hat 2 Striche. Also sie haben auch direkt markiert, was wohin gehört. Bauen wir einfach noch weiter auf. Das Gute daran ist das Gute darin. Also das 2 Eingänge und eine Prozentanzeige. Ist das so... Wie synchron die beiden Triebwerke laufen. Das ist, um das gleich vorwegzunehmen, die Drehzahlanzeige für die Triebwerke. Für beide? Oder für beide, ja. Für beide, kann man die umschalten oder ist das wirklich so, wie ich jetzt gesagt habe, dass es synchron ist? Ich zeig's dir doch gleich. Ich kann es aber nicht erwarten, ich bin schon so aufgeregt. Ja, kommen wir mal zum Punkt. Wie funktioniert dieses Gerät?
Hier habe ich einen Motor, der kriegt offensichtlich vom Triebwerk über irgendwelche Generatoren ein Drehsignal und dreht sich genauso schnell oder synchron zum Triebwerk und treibt damit dieses Ding an. Wenn man sich das genauer anschaut, da sind Magneten, jeweils einer oben, einer unten, und zwischen diesen beiden Magneten, und das sind ja ganz viele, sind ja mehrere, befindet sich eine Aluminiumscheibe. Wer jetzt einen Ferriszähler kennt, oder der heißt Ferrariszähler, der weiß, das ist ein Wirbelstromantrieb. Hier auf der rechten Seite befindet sich eine Feder, wie sie bei der Unruhe auch in der Uhr drin ist, die einen Gegendruck erzeugt gegen diese Scheibe. Und je schneller sich dieser Wirbelstrommotor dreht, ach, das sind zwei Zeiger, das habe ich Quatschkopf nicht gesehen. Die sind sogar nummeriert. Scharf. Auf dem einen Zeiger steht 2 und auf dem anderen Zeiger steht, wo sind wir's? Hier sind wir's. Steht 1. Oh, aber die haben dieses blöde, wie viel haben die in Flugzeugen immer, 100 Volt oder irgend sowas, gell? Weil sonst hätte ich gesagt... 400 Hertz haben sie auf jeden Fall. Ich habe keine Ahnung. Ich auch nicht, aber sonst hätte ich gesagt, warum läuft das nicht? Warum ist da kein Arduino dran? Ja. Arduino. Da war er wieder. Das ist ja eine interessante Konstruktion. Also auf jeden Fall, jede Menge Mechanik, jede Menge Stahl und Aluminium und Messing. Das Ding wiegt allein schon wieder ein Dreiviertel Kilo. Ich glaube, mit so einem LCD-Display ist man schneller fertig. Jetzt wollten wir eigentlich die russische Technik loben, aber ich glaube, das dürfen wir jetzt auch nicht mehr. Früher dürfen wir nicht schimpfen über die Russen. Heute dürfen wir nicht loben. Ja. Ich finde es trotzdem faszinierend. Ist wahrscheinlich bei allen, auch bei der nicht-russischen Technik genauso aufgebaut. Von irgendwas müssen sie es ja kopiert haben. Boah, das war jetzt wieder der... Habe ich das jetzt laut? Das hätte jetzt vor 2 Jahren echt wieder einen Shitstorm gegeben. Egal. So funktioniert ein Turbinendrehzahlanzeigemessgerät. Ja, ist ja wurscht. Eigentlich ist es wirklich nur ein Drehzahldingens. Wahrscheinlich sind 100% die maximale Drehzahl, die Turbine kann. Aber vielleicht gibt es ja Spezialisten auf diesem Kanal. Ach, ich schraub das nachher zusammen. Es gibt hier, also auf dem Kanal, unglaublich viele Spezialisten. Ja. Die sind alles die speziellen Spezialisten. Ja, es gibt auch ganz spezielle. Aber das macht ja das Leben so spannend. So, das war jetzt mal so ein bisschen Mick. Technik, Wehrtechnik. Ist ja voll im Kommen gerade. Ja, ach, da ist der große Schraubendreher. Ich habe das Gefühl, ich muss nachher die Schraubenzieher abzählen. Ach, jetzt habe ich... Ah, ich bin doch doof. Jetzt habe ich das Netzkabel abgeschraubt. Hast du ein Netzkabel, was man eben schnell anschrauben kann? Sir, wahrscheinlich schon, Sir. Ah, perfekt. Danke dir. Das ging ja schnell. Das war ja wie vorbereitet. Das ist auf dem Kanal, auf dem Arbeitssicherheit noch groß geschrieben wird. Mit Adern Enthülsen. Ich werde ja ganz feucht. Jetzt könnte ich wieder die Story erzählen, was ich den guten Ausschnitt aus Top Gear, da gab es auch einen guten. Wo du Gillian, weißt, was ich von Top Gear halte? Mir egal. Wo Gillian Anderson ja diese Runde gefahren ist und sie sich darüber lustig machten, wie schlecht sie ist. Und sie dann gemeint, ja, so schlecht war sie gar nicht. Und es war ja relativ feucht. Und dann hat er gemeint, es wäre an ihm, das zu beurteilen, wie feucht das war. Ja, aber das ist natürlich, also heutzutage sind solche Witze natürlich total sexistisch, das macht man einfach nicht mehr. Das ist in der Kategorie Witze, die Thomas Gottschalk nicht mehr bringen darf. Ja. Es ist auch so lange her, da war es noch okay und sie hat gelacht. Das heißt, das Schöne war hier in der Szene, dass beide erst sichtbar nach dem Satz gemerkt haben, was sie da gesagt haben. Ja. Das geht mir auch ganz oft so. Ich sage dann was und dann stelle ich fest, das hätte eigentlich noch gefiltert werden müssen. Egal. Das mache ich für dich. Ich schneide dich raus. Super. Also wenn in dem Video vorher noch nichts war. Also wenn es noch jetzt, gar nichts. Also wenn es jetzt anfängt, dann habe ich ist minimal 2 Stunden lang Müll erzählt. Marco hat mir freundlicherweise Spenden geschickt. Das ist aber kein Laser. Das ist kein Laser. Nein, das ist eine Bildröhre. Ui. Ich finde die hübsch. Die ist süß. Die ist richtig niedlich. Ja. Sieht man die? Nein. Die 5? Nein, sagt er mir jetzt. Ja, ich habe gedacht, du machst was anderes. Ist das eine aus dem Sucher? Nein, das ist keine aus dem Sucher. Es gab so kleine Röhren, zum Beispiel in Hi-Fi-Geräten, die Abstimmungsanzeige auf Röhre hatten. Da gibt es einige, da sind solche Dinger drin. Es gab auch so ganz kleine Oszis. Die Ablenkung hier ist übrigens nicht magnetisch, sondern elektrostatisch. Wie bei allen Oszis. Wie bei allen Oszis, aber nicht wie bei allen Kathodenstrahlröhren. Weiß ich. Eine D5-100W. W steht, soweit ich weiß, für die weiße Phosphorbeschichtung hier vorne. Vorsicht, Röhre ist luftleer, das hoffe ich doch. Da sage ich jetzt nichts dazu. Mich erinnert es so ganz kurz daran, hattest du nicht mal gesagt, du hast doch mal auch so eine Abstimmanzeige, die du mal demonstrieren wolltest? Ich habe die Frage nicht verstanden. Kommen wir zum nächsten Exponat, auch von Marco. Ich liebe es. Ich liebe es, wenn mir Leute Exponate schicken.
zum Beispiel das hier. Der Spezialist weiß sofort, was es ist. Du kennst ja meinen Spruch. Everything is better with... What? Lasers. Ach so, wenn du sagst, das ist eine Helium-Neon-Laserröhre. Hat mich sehr gefreut, sieht man nicht mehr allzu häufig. Ich erinnere mich an meine Zeit, in der ich noch in Berlin gelebt habe. Wir wohnten im dritten Stock in Neukölln. Neukölln war damals schon, was es heute ist. Und wir hatten jede Menge Spaß aus dem dritten Stock. Unten war die Bushaltestelle am Rathaus Neukölln mit einem Helium-Neon-Laser, den ich damals, ich glaube bei Völkner oder so, gibt es auch nicht mehr, gekauft habe, die Leute zu ärgern. Die haben geguckt, wenn da plötzlich so ein roter Punkt auf ihrer weißen Jacke war. Das fanden manche gar nicht so lustig, aber wir hatten jede Menge Spaß. Auf der Stirn machte besonders viel Spaß. Ja, das siehst du aber nicht. Aber die anderen sind ja irritiert. Wie auch immer. Wieso hattest du einen? Aber ich ziehe die Frage zurück. Warum ich einen Laser hatte? Mhm. Ich habe in dem Laden mal gearbeitet als Verkäufer, als ich studiert habe. Und die hatten so eine Ramschkiste, wo man billig Sachen mitnehmen konnte, und so weiter. Bla bla, Ausrede, bla bla, ja. Wir hatten jede Menge Spaß. Aber wir hatten ja nichts. Wir hatten eine Laserröhre. Jetzt habe ich als Spende diese Röhre bekommen mit dem Hinweis, sie könnte noch funktionieren. Was mache ich natürlich? Ich habe kein Netzteil. Wir sind enttäuscht von dir. Ja, deswegen habe ich mir eins gekauft. Jetzt kommt der Elektroboom-Moment. Man kriegt was gespendet und zum Schluss hat man weniger Geld als vorher, weil dann muss es ja auch funktionieren. Hinweis für die Kinder. Wir reden hier von, wenn ich hier mal so drauf schaue, 2400 Volt bei 6,5 Milliampere. Das wird tödliches Umbringen. Das kann nichts und das wird euch tödlich umbringen, weil da ist kein FI mehr dann dazwischen. Ich habe auch gerade geguckt. Der Stecker steckt nicht. Ich habe auch geguckt, ob er den Stecker noch draußen hat. Bei ihm ist einiges locker, nicht nur die Klemme. Bei Laserröhren ist es wichtig, dass die Polarität stimmt. Sie zünden zwar in beiden Richtungen, aber wenn sie nicht stimmt, die Polarität, dann spratzelt und zuckelt das ganze Ding so und zündet nicht so richtig. Läuft unrund. Jetzt muss ich trotzdem noch, weil wir schon dabei sind, wenn die jetzt so richtig funktioniert, dann sollte man wenigstens wissen, wie viel rauskommt. Das sind ganz, ganz wenige, wahrscheinlich 0,5 Milliwatt. Ich sag's nur für alle, die gerne experimentieren. Wenn Laser, so ein 10 Watt Kohlendioxidlaser ist, sieht man ihn erstens nicht. Aber das ist ja hier ein Helium-Neon-Laser und der strahlt im gut sichtbaren roten Bereich. Lidschlussreflex funktioniert an sich, sollte man aber trotzdem nicht funktionieren. Bei Infrarotlasern ein bisschen aufpassen. Und es gibt auch Laser, jetzt, ich komme vom Thema ab, aber dafür werde ich bezahlt hier. Die sind, glaube ich, infrarot gepumpt. Da ist dann das, was man sieht, ist das kleinere Maximum und da kann man sich trotzdem höllisch die Augen wegbrennen, theoretisch. Also wenn das eine Auge kaputt ist, sollte man das andere noch dafür hernehmen, um zum Arzt zu finden. Den Stecker zu ziehen. Oder das. Gut, so viel dazu. Woraus besteht eigentlich ein Röhrenlaser? Also alle, die jetzt wahrscheinlich diesen Film gucken, sind noch der Meinung, ein Laserpointer ist total super, da ist eine Diode drin und die wird halt auch elektrisch gepumpt und hat auch ihre Reflexionsschichten und dann ist es halt ganz einfach fertig. Früher, als wir noch nichts hatten, da hat man eine mit Helium und Neongas gefüllte Röhre genommen und sie im Prinzip wie eine Leuchtstoffröhre betrieben, nämlich über eine Hochspannung eine Plasmaentladung erzeugt. Und das macht ja eigentlich noch keinen Laser, weil so eine Leuchtstoffröhre hat ja auch keinen Lasereffekt. Aber man hat auf der linken und auf der rechten Seite in völlig genau definiertem Abstand einen reflektierenden Spiegel. Der Spiegel hier auf der Seite ist total reflektierend. Der Spiegel auf der Seite ist halb reflektierend. Jetzt bildet sich zwischen diesen beiden Spiegeln eine der Wellenlänge des entsprechenden Lichts entsprechende Reflexion aus. Das heißt, Licht wird immer hin und her reflektiert und zwar genau diese Wellenlänge, die als Vielfaches über diese Entfernung laufen kann. Sagen wir es mal so, der Abstand dieser beiden Spiegelflächen bestimmt die Wellenlänge des ausgestrahlten Laserlichts. Man kann aus einem roten Helium-Neon-Laser übrigens auch einen grünen Laserstrahl erzeugen. Allerdings mit extrem schlechter Effizienz, weil in dieser Entladung, die man gleich sehen wird, auch Grünanteile drin sind. Okay, also nicht mit diesen Konverterkristallen, die Wellenlänge verkürzen. Nein, das geht hier verlängern. Auch. Sorry, über Spiegel, Vielfaches der Wellenlänge des Lichts und so weiter. Das wusste ich jetzt nicht. Aber die Effizienz von den grünen Lasern ist unterirdisch. Mhm. Deswegen gab es die auch am Anfang nicht. Die ersten, die ich kenne, waren die roten. Ja. Stecken wir doch einfach mal ein. Oh, passiert ja gar nichts. Ui, kleine Taschenlampe brennen und wir haben ein Loch in der Wand. Ja, also da sieht man den Punkt. Den ihr jetzt nicht... Jetzt sehen wir ihn. Auch nicht, jetzt sehen wir ihn.
Ich warte darauf, dass Rauch aufsteigt. Man sieht, ja, die Leistung ist unterirdisch, auch hier. Man sieht an dem Punkt übrigens vielleicht auch auf der Kamera so ein Gespratzel. Mhm. Also es ist, man sieht, dass es kein normales Licht ist. Sparkle-Effekt oder wie genau, auch immer das genau heißt. Genau, das sieht man nur bei kohärentem Licht. Ja, also alle Wellenlängen, also alle Wellenbäuche und sind synchron. Synchron und durch die Abstände ergibt sich dann so ein Beugungseffekt. Ich kann es nicht erklären. Ich weiß nur, bei den ersten Laserprojektorversuchen war das eher ein Problem als. Ja, das Licht sieht unnatürlich aus. Und bei höheren Leistungen sollte man übrigens auch bei Reflexionen aufpassen. Ich bin ja hier der Sicherheitsexperte. Oh, und hier, man sieht auch, dass ein total reflektierender Spiegel nicht total reflektiert. Wollt ihr den totalen Reflektor? Aber das ist natürlich deutlich dunkler hier hinten. Das Licht soll ja auf einer Seite rauskommen. Das wusste ich jetzt auch nicht, dass da noch was rauskommt. Hm. Sehr gut. Bei einer Laserdiode, auch unnützes Wissen für Leute, die gerne schlauer werden wollen, ist es ja auch so. Ich habe ja eine LED-Schicht und die ist auf beiden Seiten gleich. Und auf der Vorderseite tritt der Laserstrahl raus, den man verwenden möchte. Und auf der Rückseite tritt der Laserstrahl raus, den man dafür verwendet, um die Leistung des emittierten Lichtes zu messen. Deswegen befindet sich auf der Rückseite von so einem Halbleiter-Leistungslaser auch immer eine Fotodiode, die die Leistung misst. Da nimmt man das sogar gerne in Kauf, dass auf der anderen Seite auch was rauskommt. Deswegen haben die immer 4 Anschlüsse. Ja, manche haben auch 6 Anschlüsse, die haben noch ein Peltier-Element drin. Weil Dioden neigen ja auch zum Thermal Runaway. Wenn sie heißer werden, dann. Und dann verändert sich auch dann verändert sich nämlich die Wellenlänge, wenn Laserdioden die Temperatur verändern. Und das ist natürlich auch nicht gewollt. Das ist mal so ein Laser. Bzz, sagt das Netzteil. Jetzt kommt das Wichtigste an der Sache. Wie entladet man das jetzt? Ja, indem man ein Kabel nimmt. Was ich wieder nicht vorbereite. Ich bin heute so unvorbereitet. Willst du es einfach kurz schließen oder brauchst du einen Widerstand? Einfach kurz schließen. Eine Laborklemme reicht. Ja, ja. Was anderes kriegst du auch nicht. Ich habe mir gedacht, was Geerdetes. Eine grüne Klemme für einen roten Laser. Der Fachmann weiß natürlich sofort, ich habe jetzt hier 2400 Volt draufgegeben. Wenn die Entladung erlischt, dann isoliert dieses ganze System. Das führt aber dazu, dass da noch gut Spannung drauf ist. Ich hatte mit mehr gerechnet. Ja, das ist also ein kleiner Kondensator. Wenn ich sowas mache, dann knallt es immer ganz schön. Aber ich glaube, das hätte auch schon gereicht, dass man... Und es wird warm. Dass man das nicht so amüsant findet, wenn man da rankommt. Ich glaube, das tut ganz schön Patsch. Ja. Ich möchte es nicht ausprobieren. Dann gebe ich dir sogar dein Kabel wieder. Vielen Dank. Das soll ja nicht heißen, ich nehme immer mehr mit. Und du könntest dann irgendwann keine Kaputtmachfilme mehr drehen. Ich habe neulich auch mal was repariert. Ja, ich hörte was von Ampeln. Fand ich toll. Also ich habe dir das gar nicht zugetraut. Dass es nachher weniger kaputt rauskommt als vorher. Aber Zeichen, Wunder. Klappe. Habe ich noch was dabei? Ja, ich habe noch ein bisschen was dabei. Auch von Marco. Meins. Meins, 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 meins. Ein kleines letztes Exponat. Es ist nicht besonders eindrucksvoll, aber hat auch nicht jeder. Ein Rasierspiegel für Nerds. Ein Wafer. Hatten wir aber, glaube ich, schon mal. Hatten wir schon mal, aber nicht in der Größe. Wobei, ich glaube, der aus dem IBM-Koffer hat, glaube ich, die hat die gleiche Größe. Der ist aber noch völlig unbenutzt. Die sind wohl zurückgegangen, weil die Oberflächengüte nicht gestimmt hat. Mhm. Ich muss mal gucken, ob ich nicht einen größeren habe. Also, ey, Alter. Nee, du hast den größten heute mal. Ich habe den größten. Heute habe ich mal den größten dabei. Meinen großen finde ich nicht. Das klingt jetzt also ist schon komisch. Faszinierend, wie glatt diese Oberfläche ist. Ein bisschen staubig. Oder ein bisschen dreckig. Und so wurden damals die Halbleiter gefertigt. So machen die das dann in der Firma auch. Und dann wundern sich die Intel-Menschen wieder, dass wieder eine Charge Mist rauskommt. Fachleute würden jetzt wissen, was das für eine Diagonale ist, weil das sind ja auch wieder so Prozessschritte. Ja, das Ding hat sogar eine Nummer. Ne? Da ist unten drunter ist so eine kleine Nummer eingeätzt. Die wollen wir aber nicht verraten, weil sonst könnten wir das wahrscheinlich zurücktracen. Genau, machen wir auch nicht. Und irgendjemand würde da in der internationalen Wafer-Datenbank schauen. Genau, und dann gibt es die Wafer-Verschwörung. Was haben wir denn noch? Anzeigen, wir hatten noch ganz viele Anzeigen. Oh, ich kriege viele Anzeigen. Ja. Das ist mal was ich vorher auch noch nicht hatte, habe ich von Miro bekommen. Ein Schweizer Qualitätsprodukt. Aha. Das ist eine mechanische Anzeige, die auf der einen Seite vorne anzeigt, auf welcher Stellung
unten drunter ein 1 aus 10 Decoder Schalter liegt. Ja, zählt der oder ist der zum Weitertoggeln nur? Oder? Der ist zum Weitertoggeln. Der mit jedem Impuls toggelt der 1 weiter. Ja, das ist auch ein Zähler. Es gibt Varianten, da kann man hier unten auf 0 stellen. Ist in diesem Ding nicht mit verbaut, hat man einfach weggelassen. War wahrscheinlich günstiger. Ich vermisse jetzt gerade den Arduino, der das ansteuert und dann anzeigt, was da für Bitmuster unten ankommen. Arduino, habe ich schon mal gehört. Ich verspreche nichts. Aber wenn du was versprechen würdest, dann würde man... Dann könnte man das durchaus mal machen, aber ich verspreche mich manchmal. Aber auf deiner Homepage würde man das dann sehen? Auf meiner Homepage wird man das auf jeden Fall so oder so irgendwie mal irgendwas sehen. Einfach mal hingucken. Ja, das war jetzt mal nur so ein Quickie mit jede Menge interessanter oder vielleicht auch weniger interessanter Teile. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Danke für die Spenden. Ihr seht, also zumindest diejenigen, die es gespendet haben, sowas ist nicht sinnlos. Es taucht dann irgendwann auch auf diesem Filmkanal auf, um ihn quasi aufzuwerten. Ich habe gerade wieder so einen Husten. Er hat jetzt gerade auch ein Quickie mit 42 Minuten. Aber red ruhig weiter. Ein 42-Minuten-Quickie, ja, ich bin geduldig, ein geduldiger Mensch. In diesem Sinne, falls ihr noch was zu spenden habt, immer her damit, ihr seht, es macht Sinn. Bist du endlich fertig? Dann mache ich jetzt mal ein Call to Action. Die Playlist mit so Zeugs, die hänge ich dann da unten hin. Was? Da, wo? Hier? Da! Siehst du es nicht? Da ist es. Ich sehe es. Und da müsst ihr jetzt draufklicken und weitergucken. Einfach Fantasie. Oder seine Homepage angucken, die ist unten in der Videobeschreibung. Bis dann. Tschüss. Ciao.